So, wir hauen jetzt mal ein Highlight raus. Wir haben ja schon ganz oft unsere Drosselklappenanlage gezeigt und wir haben die immer weiter optimiert, sind jetzt seit gut 3,5 Jahren damit beschäftigt und haben sämtliche kleinen Fehlerchen, die wir so hatten, alle ausgemerzt, dass wir jetzt ein richtig gut funktionierendes Ding haben. Haben aber noch eine Sache, wenn man jetzt hier oben mal reinguckt, ihr seht, da sind riesige Drosselklappen drin, das sind 48er Klappen in dem Fall hier. Und wenn man die mechanisch ansteuert und vorne minimal Gas gibt, kann man sich vorstellen, bei der riesigen Klappe, wenn die ganz leicht geöffnet werden, ist der Motor sofort volle Pulle da. So, dann habe ich mir lange Gedanken gemacht und habe erst überlegt, ob ich das mechanisch über einen Exzenter löse und habe aber dann gedacht, mein Gott, ey, wir sind frei programmierbar. Das muss anders gehen. So, jetzt zeige ich euch hier am PC mal die Ursprungsversion. So sah das vorher aus. Ich blende gerade mal unsere Ansaugung oben aus. Drehe das mal nach oben. Wir haben im Prinzip hier auf der Gehäuseentlüftung einen Deckel gehabt mit einem Gegenlager für den Zug. Hier sieht man das schön, dass unser Gaszug von vorne, der dann quasi unser Drehgasgestänge angesteuert hat. So, jetzt habe ich es mittlerweile anders gemacht. Wir sind jetzt einfach hergegangen und haben uns überlegt, warum machen wir es nicht einfach wie bei so einer handelsüblichen Drive-by-Wire-Drosselklappe, wie wir sie heute in jedem modernen Fahrzeug drin haben. Ne? Habe ich mir gedacht, kein Problem, guck's mal, muss ja mit Sicherheit in der Serie einen Hersteller geben, der Einzeldrosselklappen hat und so einen Motor dafür. Ja, Pustekuchen, Fehlanzeige, es gibt zwar was, aber das sind dann Campus-basierende Systeme beim BMW M5 etc. Und da war dann halt relativ schnell klar, okay, es gibt nichts von der Stange, du musst was selbst machen. Das haben wir getan. Ja, ich habe so eine Klappe genommen, habe die gesamte Elektronik ausgebaut, habe dieses Gehäuse hier selbst konstruiert, die ganze Elektronik da eingebaut. Hier seht ihr jetzt noch einen Prototypen von uns, das ist aus Kunststoff gedruckt. Und ja, was soll ich sagen? Ist geil geworden. Ja, jetzt zeige ich euch das Ganze nochmal am Bildschirm. Hier sieht man jetzt die Variante mit unserem selbstgebauten E-Gas-Motor. Ich blende jetzt an der Stelle die Ansaugung mal wieder aus und drehe das wieder schön hoch. Und hier kann man das jetzt wunderbar sehen. Ich habe hier auch so einen kleinen Drehmotor mal dazu. Den können wir gerade mal starten. Dann sieht man hier jetzt auch, wie das funktioniert. Genauso wie es hier aufgebaut ist, ist es auch im Fahrzeug und wir haben es jetzt in zwei Fahrzeugen und es funktioniert richtig gut. Ja, also das ist echt der Knaller. So, hier kann man jetzt auch wunderbar nochmal unser Benzindruckregelsystem sehen mit unseren starren Leitungen. Wir haben jetzt extra Werkzeuge gebaut, damit die Leitungen jetzt auch immer genau so gebogen exakt aussehen und wir finden es richtig cool. So, und damit uns auch jeder glaubt, dass es auch funktioniert, was wir uns hier so ausdenken, würde ich vorschlagen, wir gehen jetzt mal runter zum Auto und wir zeigen euch das mal. So, dann kommt mal mit. Hier seht ihr jetzt das gesamte Ansaugsystem. Ich nehme das gerade mal runter, damit wir besser gucken können. Das ist im Augenblick noch nicht richtig montiert, weil wir noch nicht ganz fertig sind. Wir machen gerade die letzten Einstellungen. Hier seht ihr das Ganze. Da ist jetzt unser E-Gas-Motor, kein Prototyp mehr. Das ist jetzt in schön. Hier ist unser Drehgasgestänge. Ja, und dieser Motor zieht halt hier über die Welle da dran und steuert die Klappen an. So, und jetzt gehe ich mal nach vorne und zeige ich mal, dass es auch wirklich funktioniert. So, und um jetzt nochmal auf den Anfang zurückzukommen, das Problem bei wenig Gas geben, dass das Ding nicht direkt durch die Wand fährt, habe ich jetzt natürlich den Vorteil, dass ich das in der Kurve programmieren kann. Ja, also ich kann jetzt sagen, die ersten 15% vom Gaspedal machst du hinten an der Drosselklappe nur ganz wenig Weg und dann hinterher proportional mehr. Ich habe da jetzt mal eine Kurve programmiert und habe da jetzt die letzten 2 Monate mit rumprobiert.
Und ich muss sagen, jetzt ist es so, als wenn ich ein nagelneues Auto im Porsche-Zentrum abholen würde und würde damit Brötchen holen fahren. Ich habe eine super Gasannahme, kein Rucken, kein Zucken mehr und es ist einfach nur genial. Und warum steckt da Holz? Warum steckt da Holz? Ja, das ist unser Haubenaufhalter. Nein, Quatsch. Wir haben hier die Haubendämpfer noch nicht montiert. Sven ist gerade dabei, die Nummernschildbeleuchtung zu machen. Wenn wir viel Glück haben und das Wetter sich hält heute, werden wir heute sogar noch den ersten Rollout mit dem Auto haben. Aber das zeigen wir euch dann wieder im nächsten Video.